Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road to Glove Unboxings. Heute habe ich wieder die 10 Handschuhkisten am Start, weil sich es letztens und also einer von euch gewünscht hat, dass ich wieder die Gloves, also die Handschuhkisten aufmache, nicht die Hydra. Ich hoffe, Mates, da kommt jetzt was Gutes raus für mich, weil sonst, ja. Ich meine, die Skins an sich sind es bei der Hydra nicer, aber bei der Handschuhkiste hatte ich bis jetzt mehr Luck. Also, möge geben mit mir sein. Die erste Kiste. Wieso höre ich... Warte mal. Das ist Blue. Okay. Nicht, dass ich da... Ja, läuft. Okay, egal. Erster Skin ist Blue. Nicht so nice. Ich reibe mal die Handschuhe. Ist schon länger nichts mehr Nices gezogen. Ich glaube schon über ein... Wollte ich schon sagen, über ein Jahr, über einen Monat ist es hier. Wieder verfickt Blue oder wird's der Trick? Nice. Nicht. Nächste Kiste ist... Purple. Digga, läuft ja schon richtig. Die Pink Skins sind im Prinzip eigentlich... Ja. Nichts wert. Die Scout wäre schon nice. Die M4 ist... Naja. Weil ich will die Handschuhe. By the way, das ist wohl möglich die letzte Episode für dieses... Da war sie, die Scout. Das ist womöglich die letzte Episode für dieses Jahr, weil ich weiß nicht, ob ich im Dezember dann genug Zeit finde für ein weiteres Road to Glove Unboxing. Weil ich ja beim Adventskalender ja dann täglich ein Video hochladen werde, das ich auch täglich aufnehmen werden muss und schneiden und editieren und rendern und... Yo. Hey, was ist da jetzt? Ey, ich krieg die Krise mal wieder. Und wundert euch nicht, ich habe da eine Glove-Kiste mehr, da war die M4. Weil ich habe irgendwann eine gedroppt bekommen und habe jetzt vorhin, weil ich gekauft habe, habe ich nicht gesehen, dass ich schon eine habe und habe mir 10 Stück gekauft. Jetzt müsste ich 11 Kisten haben. Oder gehabt haben. Hier kommt da. Gib mir wenigstens die Flashback oder eine Cyrex, die kann ich ja verkaufen oder so. Oder die Farmers. Roll weiter, du. Ich weiß gerade nicht, was ich gemacht habe. Ich habe gerade irgendwie meine Facecam verstellt, als ich hier so eskaliert. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich sehen könnt. Oder nicht. Hallo. Nee, noch nicht ganz. Okay, das ist mir auch noch nie passiert. Gut, dann wären wir schon wieder bei den letzten Rechissen. Hey, komm schon, Gaben, bitte. Gib mir was Nices. Wenigstens eine Cyrex. Eine USPS Cyrex. Condition ist... Not so nice. MW, okay. Ist mal... So bis jetzt das Beste, was ich gezogen habe. Ine, mine, mu. Und raus bist du. Die rechte soll es sein. Okay. Wahrscheinlich ist dann in der... Ja, komm. Da kommen Sachen vorbei und dann ziehe ich wieder so einen Scheiß. Und wahrscheinlich jetzt entscheide ich mich für die falschen der anderen, die, was ich jetzt nicht aufhebeln werde, ist dann wieder was Nices drinnen, aber so kenne ich mich. Komm schon, Game, Alter. Gönn mir doch mal wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel die Episode es ist, aber es ist egal, weil es wieder ist, also nur Blue. Ja, na gut.
Aber weil es mich jetzt noch brennend interessiert, was mein bester Skin wert ist, was ich jetzt gezogen habe, gucke ich das mal kurz nach. 1,70 um den Dreh. So nicht mal ein Key. Ja, gut. Ich hieße. Ja, egal. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich heuer noch eine Episode bringe. Dann habe ich da mehr Luck versprochen. Wenn nicht, hebe ich 100 Kisten diese Episode auf. Aber egal. Für die Leute, die es auch nicht mitbekommen haben, ich habe ja dieses Jahr wieder den CSGO Adventskalender. Ich werde euch dieses Teilnehmervideo unter dem Video verlinken. Also erster Link. Klickt drauf, gönnt euch. Ich werde dann wieder täglich ein Video dazu hochladen, vom 1. bis 24. Dezember, da gibt es auch wieder nice Preise zu gewinnen, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über einen Kommentar auch, schreibt mir was ihr wollt, welche Kisten soll ich beim nächsten Mal aufhebeln, wieder die, also die Handschuhkisten oder doch wohl eher die Hydra, weil das sind doch, wenn nicht, die AK ist mehr wert. Die M4 ist mehr wert, die 5.7, ne, 5.7, weiß nicht, was sie gerade wert ist, glaube ich nicht mehr so viel. Aber der RWP wäre schon delikatere Skins. Egal. Sag einfach, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.